Moinsens, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bloody Platin. Wir waren das letzte Mal hier noch in dem Wald stehen geblieben. Ich eher gesagt, ich habe nämlich noch fleißig trainiert. Wie ihr seht, hier halt Eletos auf Level 50, dann hat sich's entwickelt. Ich habe auch ein Training aufgezeichnet, das habt ihr auch bestimmt auch schon gesehen. Dann halt gefolgt bis auf dieses Level und Sampix bis auf 40. Weil eben das so gepasst hat vom Dingens her, ne? Ja. Und selbst mit halber Speed hat das Training von Ele Voltas mit 10 Leveln hat das ewig lang gedauert. Habt ihr ja alles gesehen. So, und jetzt die Schnauze voll von diesen Wichsviechern, wir hauen ab. Oh, da ist der Ausgang, jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Wir haben es echt geschafft. Allein wäre ich niemals durch den Wald gegangen. Vielen, vielen Dank, ihr Taxi. Bitte nimm dies zu zeigen, meine Anerkennung. Juhu. Ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwann nochmal begegnen. Bis dann, alles Gute. Ja, heute mal ohne meine Lupe, also ohne meine Brille. Ich spiele gerade bloß mit den bloßen Augen, weil meine Brille in der Reparatur ist. Weil das Scheißteil langsam auseinanderfällt. So, nach der zweiten Arena, die jetzt kommt, haben wir alle Teammitglieder. Wiederhole ich jetzt. Was überlege ich denn da so lange? So, wir machen jetzt mal langsam mal wieder Frameskip an. So, dann bekommen wir den Epeter, oder dann muss ich nochmal ein Training machen und Döner klar. Ja. Ne, dann muss ich nochmal ein Training machen und dann dürften eigentlich alle so auf einem einigermaßen gleichen Level sein. Ja. So, und wer jetzt wegen mir gegannt hat, gibt diesem Video einen Daumen hoch. Haha. Und jeder, der es nicht getan hat, gibt diesem Video einen Daumen runter. Wo ich ein Video von mir selber angeguckt hatte, wo ich gegannt habe, musste ich auch gehen. Das ist so ein Scheiß. Ja, Eletos haut rein. Das ist einfach bloß der Hammer, das Vieh. Vor allem für den Doppelkampf ist dieser Ladungsstoß richtig geil geeignet. Ich muss mir bloß überlegen, welche Attacken Eletos noch kriegt, weil so ist es noch nicht komplett mit diesen ganzen Elektroattacken. So, jetzt eine Attacke, die schnell geht, Donnerschlag. Ja, ja, was soll ich da jetzt noch sagen? Ja, das Rauschen ist jetzt weg. Ich habe einen Weg gefunden, wie ich das wegkrieg, ohne dass es so extrem heftig rumbackt. Also Auto City könnt ihr euch gleich aus dem Kopf schlagen, das ist ein Scheißprogramm dazu. Also da macht die Stimme immer solche Übersteuerungsaktionen. Macht das lieber mit Camtasia. Nehmt irgendwie mal eine Rauschspur auf und dann tut die irgendwie, also mit Camtasia aufnehmen. Dann tut die in eine MP3-Version umwandeln, fügt sie bei jeder Datei ein, die ihr rendern wollt, macht Störgeräuscheerkennung, schneidet die danach wieder raus und dann habt ihr eigentlich ein rauschfreies. Das heißt eigentlich, es ist rauschfrei danach. Plus als kleiner Tipp am Rande, falls ihr auch Let's Player seid oder es werden wollt und ihr ein Mikrofon habt, das extrem rumrauscht, weil mein Großmembran rauscht, weil das nämlich jedes noch so kleine Umwelteinflüsschen aufnimmt. Scheißteil. Ach was, ist schon gut. Oh. Ach ja. Boah, was halte ich mich denn jetzt so ewig hier in diesen verkackten Trainerkämpfen auf? Ich bin stark genug, ich kann das später nochmal machen. Wenn ich irgendwie mein... Ja. Funpi und Bronze kommen raus, sage ich jetzt schon mal.
Das sag's jetzt schon mal. Nee, dann habe ich kein Pokémon, was fliegen kann. Scheiße, habe ich gar nicht dran gedacht. Fuck. Du musst irgendeins raus. Aber welches nehme ich dafür raus? Ne, wisst ihr was? Ich mache einfach 7 Pokémon im Team. Und wenn ich halt fliegen brauche, dann nehme ich halt das Fliegen-Pokémon rein. Ganz einfach. Jetzt geht's aber Slowdowns. Juhu. Darauf habe ich bloß gewartet. Mir kommt so vor, als ob die ROM nicht mehr so verpackt ist wie die ich mal hatte. So, raus hier. Hey, du Taxo, du bist doch gekommen, um die Pokémon-Statue anzusehen, stimmt's? Ich bring dich hin. Die Musik aber falsch. Aber was? Aber was? Keine Ahnung. Stimme vergessen zu malen. Ah, hier haben wir die Pokémon-Statue der Stadt Ewigenau. Fest miteinander verwoben geben Zeit und Raum unsere Welt ihre Form. In Sinnoh fährt man das Pokémon des Raumes und das der Zeit. Die Mythen Sinnohs, wir müssen sie auf Wahrheit überprüfen. Verpisst euch, geht zur Seite. Oh hey! Bei diesem Zusammenstoß kam mir eine brillante Idee, das ist genial! Ich weiß, wir wollen ganz leicht zu einer Klassentrainer, aber nee, das klingt ja klar. Also pass auf, hör mir zu. Alle deine Angriffe müssen sitzen, Gegner dürfen dich nicht treffen. Wenn du das schaffst, wirst du nie verlieren, du bist unverwundbar. Der unverwundbare Trainer, das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Hey, wieso kaufst du nicht, wenn ich komme? Tschüss. Okay. Es ist ein Pokémon-Statue von Ewigenau. Da hing wohl mal ein Schild mit einer Erklärung, aber dies wurde wohl weggerissen. So, ich kümmere mich jetzt gleich nach der Arena darum, dass ich alle Pokémon kriege, die ich für mein Team brauche oder haben will. Oh Mann! Oh, dieses Utensil da, ist es ein Pokédex? Puh, da kommen Erinnerungen. Entschuldige bitte, wie heißt du denn? Schönen guten Tag, so, den Namen werde ich mir merken. Mein Name ist Cynthia. Ich bin auch ein Trainer, genau wie du. Und ich studiere die Mythologie der Pokémon aus reiner Neugier. Boah, wo ich die zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich ja, okay, wahrscheinlich bloß eine Piep, die uns beim Spielverlauf hilft. Aber dann, dass es dann der Champ ist, hätte ich nie gedacht, ey. Hier in Ewigenau steht die Statue eines Pokémon des Altertums. Hast du sie schon gesehen? Die Legende besagt, dass es ein extrem mächtiges Pokémon gewesen sei. Wer weiß, vielleicht beginnst du auf deinen Reisen ja wirklich ähnlichen Pokémon. Bla. Nimm das hier mit. Es wird dir sicherlich nützlich sein. Ja! Ja! Die Freundin der Schneider kann auf der Reise verwendet werden. So kommst du vom Gebiet. Ja, bla 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 bla. Ja, Professor Alp, Grüße aus. Bla. Wow, ohne Brille funktioniert es eigentlich richtig gut. Hab ich gerade so das Gefühl. So, mal sehen, wie das lernen kann. Wahrscheinlich keiner. Dem ich es beibringen möchte. Nein, wäre ja auch zu schön gewesen. Heißt, wir müssen uns jetzt noch irgendwie Zerschneider-Pokémon fangen. Oh, bin Ebert, danke, Funky. So, jetzt hat sie hinter der Arena noch was. Ein super Trank. So, jetzt sprechen wir Dinge an. Ich hab's so lange nicht gesehen. Oh, du bist erstaunt. Du fragst dich, wer ich bin. Ich bin der Assistent von Professor Alba und der Vater von Lucia. Auf Wunsch von Professor Bla, Anteil half. Ich sag's, wenn ich fragen darf, wie viele Pokémon hast du getroffen? Ach du liebe Zeit, du hast 163 Pokémon getroffen. Wunderbar, bravo. Professor Alba wird erfreut sein. Hier ist... Ja, jetzt haben wir den EP-Teil, jetzt kann ich nochmal besser trainieren gehen. Ach ja, Leute, jetzt hab es endlich. Und ich weiß auch schon, wo ich trainieren gehe nach, ist das toll. So, aber an dieser Stelle muss ich den Part leider jetzt schon beenden. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ich sag bis dann, Leute. Adios.